Vater war schwerer Alkoholiker, Alkohol war an der Tagesordnung, habe zahlreiche Schlägereien gehabt, bin immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, unerlaubten Waffenbesitz. Dann irgendwann habe ich gewusst, ich will aus diesem Leben entfliehen. Aber irgendwie gerade der Vater, ich hatte immer Angst, dass er jetzt auf meine Fehler schaut und immer irgendwie so nach dem Motto hinter jeder Ecke mit der Bratpfanne steht und mir eins drüber zieht, wenn ich einen Fehler mache. Ja, hallo, grüß euch. Ich bin der Roland, ich lebe jetzt seit bald 30 Jahren in Wien. Das ist meine Frau Julia und wir erleben sehr, sehr viele Dinge in der Vergangenheit über Heilung, Befreiungen, Menschen, die wirklich gebunden worden sind von Drogensucht, schwere Krankheiten, wo man wirklich die Herrlichkeit Gottes erleben, wo Jesus Menschen anrührt. Also ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, das von Gewalt geprägt war. Mein Vater war schwerer Alkoholiker, Alkohol war an der Tagesordnung, auch Gewalt. Meine Mutter hat immer wieder geredet von Selbstmord und sie bringt sie um. Und es war eigentlich eine sehr düstere Atmosphäre. Und so bin ich eigentlich sehr schnell dann, wie 15, 16, 17 war, auch dann in so eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen, weil ich nichts anderes gehört habe, kennengelernt habe. Habe zahlreiche Schlägereien gehabt, bin immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, unerlaubten Waffenbesitz, Raufhandel, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Sage ich mal, alles, was so Gott verboten hat, bin ich da in Konflikt gekommen. Und ich wollte dann, irgendwann habe ich gewusst, ich will aus diesem Leben entfliehen und habe diese berühmte Sinnsuche begonnen. Und bin aber gelandet dann, Esoterik, habe mich mit irgendwelchen Magiern getroffen und Hexen und Astrologie-Seminare habe ich belegt. Ich war zu dem Zeitpunkt der Jüngste, der solche Seminare gemacht hat. Aber ich bin trotzdem, hat mir das Ganze keinen Frieden gegeben. Ich habe keinen Frieden im Herzen gehabt. Das war eine ständige Rastlosigkeit. Vorher die Kriminalität und dann diesen Esoterischen hat mir auch keinen Frieden gegeben. Und habe dann über Umwegen hab ich Menschen kennengelernt, die sich sozusagen im Bibelhauskreis einmal in der Woche getroffen haben. Und ja, irgendwie habe ich mir gedacht, die Leute sind glücklich, sind fröhlich. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt sehr viel probiert und ich habe es nicht geschafft. Und ich weiß noch genau, eines Abends bin ich dann in meiner Wohnung auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, wenn es die wirklich gibt, dann bitte komm in mein Leben, weil ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und wie ich das gesagt habe, habe ich gespürt, wie so ein übernatürlicher Frieden durch mich durchgegangen ist. Ich habe das nicht erklären können, aber ich habe gewusst, es ist was passiert. Ich habe dann später in der Bibel gelesen, dass man, wenn man zu Jesus ruft und seinen Namen anruft, dass man dann von Neuem geboren ist. Und mein Leben hat sich dann nicht gleich drastisch, aber es hat sich verändert. Ich habe begonnen, mich mit anderen Christen zu treffen, in der Bibel zu lesen und vor allem einfach mit Jesus immer wieder zu reden. Einfach wie man mit Freunden einfach redet. Und so hat sich mein Leben verändert. Es ist immer besser geworden, meine Beziehung zu Gott ist immer intensiver geworden. Und ich habe dann irgendwie gesagt, nein, ich will eigentlich nur mehr für ihn leben. Ich bin Wahlwienerin und ich möchte euch erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe. Ich habe ihn schon sehr früh kennengelernt als Kind. Also meine Eltern haben mir immer von ihm erzählt. Wir haben auch gebetet vor dem Schlafengehen. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, Jesus ist jemand Nettes, jemand Freundliches. Und wo ich dann 11 Jahre alt war, war ich im Zeltlager und dort hat eine Frau zu mir gesagt, ja, möchtest du nicht Jesus jetzt wirklich so persönlich in dein Leben einladen? Und da sind wir in so ein Zelt gegangen und ich weiß, wie es, als ob es gestern gewesen wäre. Es war so ein Frieden, der in mein Herz gekommen ist in diesem Moment. Und ich wollte dieses Zelt nicht mehr verlassen. Ich wollte einfach aus diesen Gefühlen nicht mehr rausgehen. Aber der Friede ist einfach mitgegangen. Der war wirklich in meinem Herzen drinnen. Und ich habe dann Gott auch immer mehr kennengelernt, die Bibel gelesen. Aber für mich war es halt immer, wer ist jetzt Gott eigentlich persönlich, also der Vater? Also ich hatte immer so ein eher negatives Bild. Also Jesus war immer so der Gute, der Nette. Aber irgendwie Gott, der Vater, ich hatte immer Angst, irgendwie, weil er halt auch Richter ist oder dass er jetzt auf meine Fehler schaut und immer irgendwie so nach dem Motto hinter jeder Ecke mit der Bratpfanne steht und mir eins drüber zieht, wenn ich einen Fehler mache. Und das hat mich natürlich in meinem Leben auch sehr negativ beeinflusst. Und ich durfte dann Gott sei Dank mit der Zeit lernen, dass das eben nicht so ist.
Es ist eben nicht nur Jesus, der Nette, der freundlich ist, der uns hilft, der uns erlösen möchte, sondern dass sein Vater genauso ist, dass er genau den gleichen Charakter hat, dass sie wirklich eins sind. Und je mehr ich diese Liebe auch des Vaters kennenlernen durfte, desto mehr hat sich auch in meinem eigenen Leben sehr viel verändert. Viele Ängste sind gegangen. Ich war früher sehr schüchtern und habe mich auch nicht getraut, mit Leuten auf Leute zuzugehen. Und es ist alles immer viel entspannter geworden. Auch der ganze Stress ist von mir abgefallen, weil ich immer mehr gelernt habe, dass ich bei Gott eben nichts leisten muss, nichts verdienen muss, sondern dass er mich einfach bedingungslos liebt. Und welche Eigenschaft mir jetzt am Herrn am meisten beeindruckt, ist die, dass er niemals mit jemandem aufgibt. Jeder Mensch hat Rückschläge und ich habe auch in all diesen Jahren mit dem Herrn einige Rückschläge gehabt. Aber dann, wenn es mir am tiefsten unten war, wenn es mir am schlechtesten gegangen ist, habe ich immer seine Liebe am stärksten gespürt. Und die Bibel sagt auch, dort wo die Sünde groß ist, ist die Gnade Gottes am mächtigsten. Und diese Eigenschaft begeistert mich an ihm am meisten, wo ich mir gedacht habe, okay, er hat kein Interesse mehr an mir, weil ich wieder irgendwo einen Rückschlag gehabt habe. Nein, dann hat er mich am meisten, ist er mir nachgelaufen, dann habe ich seine Liebe am meisten gespürt. Und darum will ich einfach jeden ermutigen, auch wenn du Rückschläge hast, der Herr liebt dich dann umso mehr. Ja, was mich so fasziniert an Gott, das ist irgendwie, wie er sein Herz eben zeigt. Also es ist so was ganz Persönliches, also wirklich, weil er auch eine Person ist und eben eine Beziehung auch mit uns haben kann. Ich meine, er hat uns geschaffen als Beziehungswesen und er ist eben genauso, wir sind ihm ja ähnlich. Und ich habe mal ein cooles Erlebnis gehabt, ich habe ihn gebeten, dass er mir mal sein Herz zeigt. Ich wollte so wirklich, ich war so hungrig eben nach ihm und ich habe gebetet, ja, zeig mir bitte dein Herz. Und ich habe gedacht, naja, mal schauen, was passiert. Mal schauen, ich habe gewusst, er wird darauf antworten, aber ich wusste natürlich nicht, wie er darauf antwortet. Und ein paar Wochen später, eines Morgens bin ich aufgewacht und ich bin von so einem wirklich lauten Pochen aufgewacht. Ich habe gedacht, was ist das? Und ich habe so gespürt, dass wie so ein großes Herz so pumpt und direkt über mir ist, also wo mich total eindeckt. Und ich habe gespürt, wie einfach so eine Liebe, aber eine flüssige Liebe, also ich kann es nicht anders beschreiben, als flüssige Liebe in meine Seele, in mein Herz hineingeflossen ist. Und ich habe das so genossen. Es war so ein wohliges Gefühl. Und ich habe einfach gewusst, wow, das ist das Herz Gottes. Das ist, was er wirklich, was ihn ausmacht, was seine Essenz ist, ist diese Liebe und dieses Angenommensein. Und das war so wirklich ein atemberaubendes Erlebnis. Und das ist, was mich eben fasziniert. Und ich liebe es auch, Lobpreis zu machen, ihn anzubeten und ihn zu suchen. Und wenn wir ihn suchen, dann zeigt er sich. Und das ist, was ich auch immer wieder erlebe, wie auch andere Menschen berührt werden, wie wir im Lobpreis sein Herz berühren auf der einen Seite und er darauf reagiert, weil er uns liebt und ja, weil er einfach auch uns sich zeigen möchte und erlebbar sein möchte. Und ich finde es auch so faszinierend, wie andere Menschen dann auch im Lobpreis von ihm berührt werden, auch Menschen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, aber dann einfach ja, in Tränen ausbrechen, gerührt sind, wo einfach Heilung an ihrer Seele passiert oder sie auch körperliche Heilung erleben, weil eben die Gegenwart Gottes so stark da ist. Und das ist, was mich fasziniert, eben sein Herz. Und es ist einfach so toll, dass das bei uns heute da in Wien passiert. Und ja, und uns drängendes Anliegen, das weiterzugeben und dass wir auch andere Menschen mit der Botschaft bekannt machen können, mit Jesus. Ja, das kann jeder wirklich auch in seinem Leben kennenlernen. Jeder kann Jesus persönlich in sein Leben einladen und eben auch diesen Frieden und diese Liebe und Gott persönlich eben kennenlernen. Eins, zwei, drei. Halleluja! Halleluja.